Dass man Bier nicht nur gut trinken, sondern auch in Massen stemmen kann, liebe Zuschauer, hat jetzt Matthias Völke bewiesen. Beim Maßkrug stemmen hat er sage und schreibe 29 Krüge in Angriff genommen und damit einen Weltrekord aufgestellt. Aber der Kraftakt, der könnte ein juristisches Nachspiel haben. Das ist der Moment, der diesen bierseligen Rekord ins Wanken bringen könnte. Aber nicht, dass 2 von 29 Krügen auf der Ziellinie runterknallen. Geschenkt. 27 Krüge reichen schon für den Rekord. Aber diese helfenden Hände erzürnen verständlicherweise den bisherigen König im Maßkrugstemmen, natürlich ebenfalls ein echter Bayer. Der Abstellvorgang war einfach nicht korrekt. Da haben 2 Kollegen von ihm beim Abstellen mit eingegriffen, die wo einfach Krüge beim Kippen gehindert haben. Ob die gekippt werden, ist wieder was anderes, aber die haben einfach eingegriffen in den Abstellvorgang. Und laut Guinness-Regularien darf man zwar beim Abbauen helfen, aber nicht beim Abstellvorgang mit eingreifen. Und somit wäre dieser Versuch eigentlich ungültig gewesen und dürfte nicht anerkannt werden. Doch erstmal zurück auf Start. Montagmorgen in München. In Bayern offensichtlich Zeit für Bier, Zeit für Kraftmeierei. Matthias Völkel hat in den Tiefen von Niederbayern 4-mal pro Woche im Fitnessstudio trainiert. Jetzt muss er über 40 Meter. Das ist die Distanz beim Münchner Maßkrug-Marathon. Guinness-Bier muss es übrigens nicht sein bei diesem Weltrekordversuch. Es reicht, wenn Gebräu und Glas heil ankommen. In diesem Fall alles in allem rund 70 Kilogramm. Das Kampfgericht erklärt ihn zum Sieger. Völkel ist im Weltrekordrausch. Mein ganzer Körper zittert. Aber jetzt ist die Anspannung, das ganze Training, was ich gelohnt und jetzt ist wieder das Geld. Jetzt haben wir einen Rekord. Und wer Rekordhalter im Maßkrugstemmen ist, der bekommt auch die offizielle Urkunde. Nur Völkels Konkurrent will dagegen vorgehen, so oder so. Mein Ziel ist ja sowieso einfach mehr zu tragen. Ich werde auf alle Fälle nächstes Jahr wieder angreifen. Vielleicht sieht das altehrwürdige Hofbräuhaus dann das nächste Drama im Maßkrugstemmen-Weltrekord. Wir bleiben dran. Und das war's von uns von der Drehscheibe. Die neuesten Nachrichten finden Sie jederzeit im Internet auf heute.de oder jetzt auch gleich im Anschluss im ZDF-Mittagsmagazin. Danke fürs Zuschauen und tschüss bis morgen. Ich zähle auf Sie.